Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich einen etwas anderen Hintergrund und zwar liegt es daran, dass ich euch heute meine komplette Schminksammlung zeigen möchte. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und so sieht mein kompletter Schminktisch aus. Also ich habe einmal zwei Alex-Schränke und eine Tischplatte bei IKEA gekauft und habe mir meinen Schminktisch sozusagen selber zusammengestellt. Auf meine Tischplatte habe ich noch eine Marmorfolie draufgeklebt. Die ist da schon sehr, sehr lange drauf. Also von der Perspektive könnt ihr das gut erkennen. Also hier steht einmal noch so ein kleiner Plastikschrank von Lidl oder Aldi. Bin mir gerade nicht sicher. Machen wir jetzt mit dem oberen Teil von meinem Schminktisch weiter. Auf der rechten Seite, ihr seht mich ja gerade hier im Spiegel, da steht auch ein IKEA-Spiegel auf einer schwarzen Box. Damit schminke ich mich meistens. Ich habe außerdem ja noch den großen Spiegel, den ihr hier sehen könnt. Der ist auch von IKEA. Der hat um die 20, 30 Euro gekostet. Und oben habe ich noch ein Beauty Light. Und auf meinem Tisch stehen alle meine Pinsel, die ich für meinen Alltagslook oder Instagram-YouTube-Looks verwende. Und hier alle meine Lippenprodukte. Ich sage extra, dass ich Pinsel und Lippenprodukte habe, die auf meinem Tisch stehen, die ich öfter verwende, weil ich noch viele weitere habe, aber die werde ich euch alle noch zeigen. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der rechten Seite von meinem Schminktisch. Hier habe ich, wie gesagt, meinen IKEA-Spiegel. Was auch richtig cool bei dem Spiegel ist, ihr könnt dahinter Sachen abstellen, finde ich sehr praktisch. Ich habe hier zum Beispiel Wattestäbchen, dann habe ich hier noch so einen kleinen Mülleimer, um meine Wattestäbchen oder irgendwelche Taschentücher reinzuschmeißen. Und dann habe ich hier noch so einen goldenen Übertopf von IKEA stehen. Da sind alle meine Pinsel, die ich für meine Alltagslooks verwende. Also wenn ich mir einen Pinsel aus diesen Übertöpfen raushole, stecke ich die immer hier rein und habe meine ganzen benutzten Pinsel hier drin. Dann habe ich noch so eine Beauty-Blender-Halterung, finde ich sehr praktisch. So fällt dann mein Beauty-Blender auch nicht runter, was mir öfter passiert, wenn ich das nicht verwende. Und dann habe ich hier noch meinen Handspiegel von Morphe. Finde ich auch sehr praktisch, wenn ich einfach irgendwelche Dinge am Auge zum Beispiel oder Augenbrauen vorm Nahen sehen möchte. Ist es ganz praktisch. Außerdem habe ich hier noch so ein kleines Handtuch hinter meinem Spiegel, um einfach die Dinge abzuwischen, die Make-up-Reste auf meinem Handrücken oder wenn irgendwie Lidschatten auf den Tisch fällt. Das ist einfach eine gute Alternative, um keine Abschminktücher zu verwenden. Und das ist auch alles, was sich hinter meinem Spiegel befindet. Und dann können wir jetzt mit dem ersten Übertopf von meinen Pinseln weitermachen. Hier sind alle meine großen Pinsel, die ich im Alltag verwende. Und dann zeige ich euch jetzt einfach so meine liebsten Pinsel, die ich hier verwende. Ich habe hier zum Beispiel so einen Pinsel von BH Cosmetics, das ist so ein großer Fächerpinsel. Den verwende ich gerne, wenn es einfach mal schnell gehen muss, weil der auch eine relativ große Fläche hat. Dann mag ich auch ganz gerne den Blush Brush von Real Techniques. Der hat auch eine sehr große Fläche und ist sehr fluffig, wodurch der Blush ganz gut aufgetragen werden kann. Und dann gehört der hier auch noch zu meinen Favoriten. Das ist auch ein Pinsel von BH Cosmetics, von einem Pinselset. Der ist nicht allzu groß, mit dem trage ich gerne Bronzer auf. Gehen wir weiter zu dem Übertopf. Da sind alle meine kleineren Pinsel drin. Dann habe ich hier einmal einen Morphe Pinsel in Kooperation mit Jaclyn Hill. Das ist die Nummer JH04. Den benutze ich sehr gerne, um Blush aufzutragen. Weil das ein sehr, sehr weicher, fluffiger Pinsel ist. Aus demselben Pinselset habe ich dann noch den Pinsel JH04. Das ist einer meiner liebsten Bronzerpinsel. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel. Ist ein bisschen härter, aber fühlt sich trotzdem ganz gut an. Den finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und dann habe ich hier noch einen weiteren Favorit. Das ist der BH Cosmetics in Kooperation mit Marvin Pinsel. Den benutze ich auch sehr gerne, um Bronzer aufzutragen. Und dann habe ich hier so einen Pinsel von Ebelin. Das ist auch so ein abgeschrägter Pinsel. Hat eine relativ große Fläche. Benutze ich auch sehr gerne. Und der ist auch relativ günstig. Und dann kommen wir zu meinem All-Time-Favorite Cream Bronzer Pinsel. Und das ist der von Real Techniques. Das ist der Stippling Brush. Den gibt es so leider nicht mehr zu kaufen. Aber die kaufe ich mir immer bei Vinted. Und habe davon, glaube ich, schon 2, 3 Stück. Und habe mir jetzt auf jeden Fall noch einen bestellt. Ich liebe den einfach. Und dann habe ich hier noch so einen Pinsel von Makeup Addiction Cosmetics. Das ist jetzt eigentlich ein Highlighter-Pinsel. Aber den Zweck entfremde ich, um zu konturieren. Und dann habe ich hier noch zwei Morphe-Pinsel. Die habe ich damals durch Hattie entdeckt. Die sind ja auch eine Zeit lang echt durch die Decke gegangen. Der hier ist die M530 und der rechte ist M509. Und dann machen wir mit dem nächsten Übertopf weiter. Das ist auch der kleine Übertopf von IKEA. Und hier sind einfach alle meine Pinsel drin, um jetzt zum Beispiel meine Augenbrauen auszufüllen, auszubessern, Schimmertöne aufzutragen oder mir Eyeliner mit Lidschatten zu machen. Das sind jetzt zum Beispiel zwei meiner liebsten Pinsel, um Augenbrauen aufzutragen. Der Pinsel hier ist zum Beispiel von Morphe, das ist der M158 und der rosane hier ist Morphe in Kooperation mit Jeffree Star damals in der Nummer 7. Mit den Pinseln säubere ich gerne meine Augenbrauen
Augenbrauen aus. Die beiden sind aus einem Amazon-Pinselset. Die habe ich schon so lange. Und der Pinsel hier ist von Action. Und mit den Pinseln trage ich gerne Schimmertöne auf. Das hier ist zum Beispiel der Precision Shader von Makeup Addiction Cosmetics. Die weißen Pinsel sind von Morphe in Kooperation mit Jaclyn Hill. Einmal JH42 und JH44. Und das hier ist ein Pinsel von BH Cosmetics. Aber am allerliebsten trage ich mir Schimmertöne mit meinen Fingern auf. Und dann habe ich hier noch Pinsel, um mir zum Beispiel Liner zu ziehen mit Lidschatten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Der Pinsel in der Mitte ist zum Beispiel einer von Action, von der Marke Max & More. Richtig gut. Und die beiden Pinsel sind hier von Morphe. Der obere hier ist die M210 und der untere ist die M152. Die sind auch sehr schön flach gebunden, wodurch man den Eyeliner dann richtig schön präzise ziehen kann. Und meine Lip Liner befinden sich auch in diesem goldenen Übertop. Also meine liebsten Lip Liner Marken sind Morphe, Manhattan und Train It Up. Ich glaube, zu den Manhattan Lip Linern muss ich nicht viel sagen. Das ist die Nummer 59G und das ist die 94F. Die sind ja zurzeit wieder total viral auf TikTok gegangen und das sind einfach sehr, sehr gute Lip Liner. Train It Up hat auch sehr, sehr gute Lip Liner. Der untere Ton ist die Nummer 210. Der mittlere Ton ist die Nummer 420 und das ist die 266. Und dann kommen wir zu meinen Morphe Lip Linern. Ich würde persönlich sagen, dass das meine allerliebsten Lip Liner sind. Ich war früher ein bisschen voreingenommen, dachte mir, dass die Lip Liner von Morphe nicht so gut sein können, weil die eher mit ihren Pinseln zu der Zeit geglänzt haben. Aber die haben mich auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugt. Und die habe ich jetzt auch geswatcht. Ganz unten ist die Farbe Make-Up Talk, Honeymoon, Sweetie und Spiffy. Was ich bei den Lip Linern auch total gut finde, also der hier ist bei mir fast neu, der ist auch relativ lang. Das heißt, ihr habt so viel Produkt in diesem Lip Liner. Ihr könnt die Lip Liner anspitzen und so habt ihr auch einfach auf längere Sicht gesehen viel mehr von diesen Lip Linern. Und dann kommen wir jetzt zu meinen Lippenprodukten. Die stehen hier in so zwei Acrylbehältern, die ich mir mal bei Amazon bestellt habe. Und die stehen hier wieder auf so einem Karton, weil ich das ganz schön finde, wenn die Produkte ein bisschen höher stehen. Und hier habe ich auf jeden Fall alles. Ich habe hier alle Farben von Nude bis Rot. Ich habe hier auf jeden Fall relativ viele Marken. Hier in der vorderen Reihe stehen meine MAC Lip Liner. Dann habe ich hier auch ein paar Essence-Produkte, habe einen Huda Beauty Lip Liner, Makeup Factory, Morphe habe ich hier, hier auch wieder MAC, Train It Up, Maybelline, dann wieder hier Morphe. Habe ich hier auch was von Sleek oder BH Cosmetics, dann hier alles von Essence. Hier habe ich auch ganz viele Morphe Liquid Lipsticks stehen und dann hier noch so eine kleine Sammlung von meinen Liquid Lipsticks von Manhattan. Und dann beginne ich mit meinem ersten Favorit. Das ist der Essence Hydra Matte Lipstick in der Nummer 402. Das ist für mich persönlich der perfekte Nude-Ton aus der Drogerie, der keinen Rosastich hat, weil ich solche Lippenstifte nicht gerne mag. Und so sieht die Farbe geswatcht aus. Einfach ein Traum. Ich habe den auch in ein paar YouTube-Videos verwendet. Dann habe ich hier noch einen sehr besonderen Lippenstift von Huda Beauty in der Farbe Board Meeting. Wie ihr sehen könnt, ist hier was draufgeschrieben. Den hat mir mal Hattie. Da war ich im Sephora in Düsseldorf und da hat sie mir diesen hier unterschrieben. Den werde ich auf jeden Fall niemals wegschmeißen. Der ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler als der von Essence, aber auch richtig schön. Seit geraumer Zeit verwende ich auch gerne Lipgloss und da mag ich den hier von Maybelline, den Lifter Gloss, in der Farbe Silk sehr gerne. Hat auf jeden Fall relativ viel Farbe, aber wenn ich darunter einen Lippenstift verwende, der braunstichig ist, geht das auf jeden Fall klar. Dann habe ich hier außerdem noch so kleine Lipglosse von Morphe. Dann habe ich hier noch den Morphe Lipgloss in Kooperation mit Ashley Strong zu der Kollektion. Habe ich auch ein YouTube-Video abgedreht, werde ich euch verlinken. Ist auch ein sehr, sehr schöner Lipgloss. Der hat auf jeden Fall so eine bräunliche Farbe. Die Shine-Shine-Shine-Glosse von Essence müssten auch die meisten kennen. Mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich hier außerdem noch ein paar Liquid Lipsticks von Morphe. Die halten sehr gut und trocknen die Lippen nicht allzu stark aus. Und hier habe ich euch mal den Ton geswatcht. Das ist die Farbe Taunt. Und die Liquid Lipsticks von Manhattan mag ich auch sehr gerne. Hier sind meine Pinsel drin, womit ich einfach ein bisschen präziser arbeiten kann. Sei es jetzt zum Beispiel farbige Looks zu schminken, wo ich relativ viele Farben benutzen will. Oder einfach Lidschatten am unteren Wimpernkranz aufzutragen oder Töne zu verblenden. Mit solchen kleinen Pinseln arbeite ich gerne am unteren Wimpernkranz oder trage mir damit auch gezielt Lidschatten auf. Und das sind jetzt zum Beispiel die Pinsel in der Nummer E36. Die habe ich auch mehrfach da, weil die einfach super sind. Lidschatten auszublenden habe ich jetzt einmal von Makeup Addiction Cosmetics den Precise Blender und hier auch einen Pinsel von Maxime in Kooperation mit Letizia. Das ist der Pinsel in der Nummer 5. Zu dem Pinselset habe ich auch eine Review abgedreht.
Wenn ich eine etwas größere Fläche abdecken möchte, nehme ich diese Pinsel hier. Der obere Pinsel hier ist die E18, der untere Pinsel ist die E17 und der Pinsel hier war von Birch Cosmetics. Und in meinem letzten Übertopf sind alle meine Blenderpinsel. Ich brauche ein paar Pinsel da, um zum Beispiel Lidschattenbase aufzutragen. Und da finde ich allgemein meine ganzen Morphe-Pinsel mega, mega gut. Also die Pinsel von Morphe kann ich euch allgemein sehr, sehr empfehlen. Ich habe auch einen Rabattcode, der heißt GLAMFILM811, steht immer in meiner Infobox, könnt ihr mal vorbeischauen. Um meine Lidschattenbase aufzutragen, benutze ich gerne den Medium Shadow Brush von Real Techniques. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, habe ich ja noch mehr Pinsel und die Pinsel, die nicht auf meinem Schminktisch stehen, die stehen hier in meinem Schrank. Hier in dem Behältnis habe ich von BH Cosmetics, das gab es mal in dem Pinselset, da habe ich alle meine Pinsel drin, um mir Liner zu ziehen. Meine liebsten Pinsel, die sind von Amazon oder eBay. Das sind wirklich so richtig feine, schöne Pinsel. Das sind allgemein so Nail Art Pinsel. Mit diesen Pinseln mache ich mir auch gerne Cut Creases. Und hier haben wir noch mehr Pinsel. Und hier sind halt allgemein Pinsel drin, um Foundation aufzutragen. Den Pinsel finde ich zum Beispiel auch richtig gut. Das ist von Morphe 2 einer. Den gab es in dem Pinselset. Aber ich bin eher die Beauty Blender Benutzerin. Aber den hier finde ich auch zum Beispiel richtig cool. Ist so ein großer Stippling Brush. Aber allgemein sind hier auf jeden Fall die Pinsel drin, die ich nicht so oft verwende. Und dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Übertopf. Hier sind auch noch ein paar Pinsel drin, um Foundation aufzutragen. Aber auch so ein paar Blush-Bronzer-Pinsel, die ich nicht so oft verwende. Und hier sind noch meine Highlighter-Pinsel. Ich mag zum Beispiel diese kleinen Pinsel hier von Essence. Das ist der Hololighter Brush. Oder ich liebe diesen Highlighter-Brush hier von Marvin in Kooperation mit Birch Cosmetics aus dem Pinselset. Oder von Boutique. Die haben auch einen richtig schönen Highlighter-Pinsel. Und der Pinsel von Makeup Factory ist auch mega gut. Und dann können wir jetzt mit meinem ersten Alex-Schrank beginnen. Und da öffne ich jetzt die erste Schublade. Und so sieht meine erste Schublade aus. Ihr könnt sehen, ich habe hier solche Behältnisse hier drin oder einfach so kleine. Also ich habe hier entweder so kleine Behältnisse vom Teddy oder einfach solche kleinen Kisten. Oder das sind zum Beispiel Verpackungen hier von Ferrero Rocher. Ist auch mega praktisch. Und hier sind zum Beispiel alle meine Mascaras drin. Meine liebsten Mascaras sind zurzeit die beiden hier. Also einmal die Glam & Doll Mascara von Catrice. Die liebe ich. Die lilane Version. Davon habe ich schon so viele aufgebraucht. Und dann auch die Lash Sensational von Maybelline. Auch eine sehr, sehr gute Mascara. Gehen wir weiter hier zum nächsten. Da sind meine ganzen Augenbrauenprodukte drin. Ich benutze Pomaden. Ich habe tatsächlich jetzt nur eine Pomade hier, die ist von Makeup Factory. Die seht ihr auf jeden Fall auch in den meisten meiner Make-up-Tutorials. Ich benutze auch Puder sehr gerne. Da benutze ich von Art Deco und Trin It Up die sehr gerne. Außerdem habe ich jetzt in der letzten Zeit so Augenbrauenstifte für mich entdeckt. Und zu meinen Liebsten zählt der hier von Revolution, von Evelyn Cosmetics und Catrice. Um meine Augenbrauen zu setten, benutze ich gerne das Clear Brow Gel von Makeup Factory und auch dieses Hydro Brow Gel von Catrice. Hier in dem Behältnis ist der Got2B-Kleber drin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich von dem hier Augenbrauenhaare verliere. Deshalb habe ich den schon lange nicht mehr benutzt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch denselben Effekt gemerkt habt. Und hier befinden sich alle meine Eyeliner. Und zum einen liebe ich hier den Eyeliner von Makeup Factory. Den habe ich wirklich sehr, sehr lange und den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn der leer ist. Und dann natürlich der Liquid Ink von Essence. Hier in der Sektion sind meine Single-Lidschatten und meine ganzen Washi-Tapes. Ich persönlich finde die Single-Lidschatten von Essence richtig gut. Die hat Wrinkled Chrome Eyeshadows. Hier ist eigentlich so Krimskrams drin. Also hier sind zum Beispiel ein paar Lidschatten-Bases drin. Meine All-Time-Favorite-Lidschatten-Base ist die von P. Louise. Außerdem habe ich hier noch so einen Steinchen-Applikator. Kann ich euch auch gerne in die Infobox verlinken. Das war wirklich ein Lifesaver für mich, weil ich das früher immer mit Pinzetten gemacht habe und die sind mir immer runtergefallen beim Auftragen. Außerdem habe ich hier noch von Nail Art solche Applikatoren, wo am Ende diese kleinen Pünktchen sind. Damit malt man sich eigentlich auf die Nägelpunkte oder malt damit irgendwelche Blümchen auf. Aber damit könnt ihr euch auch richtig cool so Pünktchen auf die Augen malen. Ich blende ich euch mal hier irgendwo ein. Hier ganz außen habe ich alle meine Wimpernkleber und das sind meine Liebsten. Das ist hier der von Duo. Den habe ich erst kürzlich für mich entdeckt. Danach habe ich hier den von Catrice und von Leni Lash. Und dann habe ich hier noch den Soap Styler. Den habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne verwendet. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Einheit meiner Schublade hier.
hier ist zum Beispiel meine Wimpernzange drin. Dann habe ich hier meine Jelly Eye Shimmer von Morphe 2. Die empfehle ich immer wieder weiter. Ich liebe die. Die geben dem Make-up-Look einfach nochmal so ein gewisses Etwas. Die haben so ganz feine Glitzerpartikel enthalten und die verwende ich sehr gerne. Kommen wir jetzt zur zweiten. Ich habe diese Organisation hier aus Ikea. Das heißt, glaube ich, Antonius. Und hier an der Seite habe ich meine Paletten aufgestellt. Ich beginne einfach mal mit dem vorderen Teil hier. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Bäcker-Highlighter. Dann habe ich hier natürlich Bronzer und den Highlighter von Hatice Schmidt Labs. Ich liebe den Highlighter. Die Bronzer habe ich eine Zeit lang sehr gerne verwendet, aber den Highlighter liebe ich. Hier sind meine ganzen Bronzer. Hier sind meine Highlighter drin. Hier habe ich auch noch ein paar Bronzer. Und auf der Seite sind alle meine Blushes drin. Ich mag zum Beispiel sehr diese Bronzer aus der Clean ID-Reihe. Da habe ich auch einen richtig Hit the Pan. Richtig gut. Die gibt es aber leider nicht mehr. Sehr schade. Dann habe ich hier noch diese Brilliance Bronzer von BH Cosmetics. Hat zwei Farben davon. Hier bei dem habe ich Hit the Pan erreicht. Finde ich auch richtig, richtig gut. Die gibt es noch. Dann habe ich jetzt letztens einen Bronzer von Sleek Cosmetics in einem YouTube-Video getestet. Den fand ich richtig gut. Das Video werde ich euch auch verlinken. Und dann kommen wir jetzt zu meinen Highlights. Und dann habe ich hier den Mary Luminizer. Also den müssten, glaube ich, auch viele von euch kennen. Den habe ich jetzt letztens wieder für mich entdeckt. Ein sehr, sehr schöner Highlighter. Dann habe ich hier noch von Catrice einen. Der war damals in der LE, aber die sind jetzt neu rausgekommen und die sind auf jeden Fall auch mega, mega gut. Und dann natürlich die Catrice X Caviar Gouache Palette. Zu der Kollektion habe ich auch ein Video abgedreht. Da ist der Highlighter auch mega gut. Auch der Bronzer und die Blushes ist eine sehr, sehr gute Palette. Hier hinten habe ich auch noch ein paar Bronzer. Zum Beispiel hier der Hoola Bronzer. Benutze ich sehr, sehr selten. Medium Tropical Bronzer benutze ich selten. Habe ich zum Beispiel diese Bridal Face Palette von Tamtam Beauty. Dazu habe ich auch ein Video abgedreht. Wenn ihr günstige Highlighter sucht, ich habe hier zum Beispiel diese Palette von Essence. Die ist auch richtig, richtig gut. Das ist auch so eine OG-Palette von Trend It Up. Das Contouring-Set habt ihr schon fast Hit the Pan überall erreicht. Werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal wieder nachkaufen müssen. Und dann habe ich von Morphe noch so eine Blush-Palette. Auch richtig schöne Farben. Habe ich eine Zeit lang sehr oft benutzt. Pop of Peach heißt die Palette. Und die Palette hier von Catrice ist auch mega gut. Gibt es, glaube ich, nur online zu kaufen. Und hier habe ich von Rival de Lubiang. Das ist ein Bronzer, der war mal in einer LE. Der ist aber relativ Asche. Ich benutze ich gerne zum Konturieren. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier haben wir auch noch Blushes. Also ich persönlich liebe die Blushes von Sleek. Das ist mein liebster Blush von denen. Das ist der Blush in der Farbe Life's a Peach. Und ich mag auch sehr, sehr gerne die Blushes von Trend It Up. Das ist jetzt zum Beispiel der Blush in der Nummer 030. Ein sehr, sehr schöner Ton. Und hier kommen wir schon mal zur ersten Schublade von meinen Lidschatten. Kleiner Spoiler, ich habe sehr, sehr viele Lidschatten. Hier sind zum Beispiel die Lidschatten drin, die ich im Alltag öfter verwende. Das ist eine Palette von Kaleidos Make-up. Einfach ein Traum. Die Schimmertöne sind nicht von dieser Welt. Also die haben einfach so heftige Schimmerpartikel. Also wenn ihr diese Marke noch nicht kennt oder keine Paletten von denen habt, ihr verpasst was. Dann habe ich hier noch so eine Palette von Dominique Cosmetics. Sind nur matte Töne. Habe auch eine Review zu der Palette abgedreht. Verlinke ich euch oben. Dann habe ich hier wieder ein OG Marvin mit BH Cosmetics. Davon habe ich sogar ein Backup in meiner Sammlung, weil die Palette einfach der Hammer ist. Und man kann, glaube ich, auch ganz gut erkennen, dass ich die Palette sehr gerne verwende. Hier in dem Ton habe ich schon Hit the Pan. Dann habe ich hier noch eine weitere Indie-Brand, Odin's Eye. Das ist die Hella Palette in Kooperation mit Angeshka. Die Schimmertöne sind auch einfach heftig. Zu der Palette habe ich auch eine Review abgedreht. Dann habe ich hier noch die Hanging in Hawaii Palette von BH Cosmetics. Habe da auch zwei Töne Hit the Pan erreicht. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Palette. Auch wenn ich andere Leute schminke, greife ich gerne zu der Palette. Dann habe ich hier so ein paar Anastasia Beverly Hills Paletten. Hier habe ich noch zwei weitere. Die Amrizi Palette ist auch sehr schön. Benutze ich leider zu selten. Dann habe ich hier so eine Palette von Catrice. Zu der Palette habe ich auch ein Video gedreht. Da habe ich Full Face Catrice Cosmetics benutzt. Hier kann man auch sehen, dass ich die auf jeden Fall gerne verwende. Hier habe ich noch die Stoned Vibes Palette von Urban Decay. Die haben auch richtig, richtig schöne Schimmertöne. Und wer hätte es gedacht, hier sind noch mehr Lidschatten drin. Beginne ich erstmal mit der Reihe hier. Hier habe ich ganz viele Beauty Bay Paletten. Die sind auf jeden Fall auch richtig, richtig gut pigmentiert. Ich habe jetzt zum Beispiel die Book of Magic. Einfach so, so gute Lidschatten. Die sind preiswert und haben eine gute Qualität. Also einfach die beste Kombination. Genauso wie mit der Palette. Auch richtig, richtig schöne Farben. Gute Qualität. Dann habe ich mir letztens noch ein paar Paletten von Odin's Eye bestellt. Auch richtig schöne Lidschatten. Zu der Palette will ich auch mal auf jeden Fall ein Video drehen. Dann kommen wir natürlich wieder zu meinen Kaleidos Paletten. Also Kaleidos hat wirklich mein Herz. Das sind einfach so heftige Paletten. Hier habe ich zum Beispiel die Escape Pot Palette.
Palette ist eine sehr bunte Palette, aber die Schimmertöne sind auch ein Traum. Benutze ich auch sehr gerne bei Kunden. Die Töne hier sind auch richtig schön. Und dann habe ich hier noch die Club Nebula von Kaleidos, auch in Kooperation mit Angeshka. Die Palette von Jenny in Kooperation mit Catrice ist auch sehr, sehr schön. Dazu habe ich auch eine Review abgedreht. Und dann natürlich die Paletten von Hatti. Sehr, sehr gute Paletten. Die Palette gibt es leider nicht mehr. Da habe ich den Ton Mondays richtig gerne verwendet. Der ist ein Topper Shade und macht das Make-up einfach richtig besonders. Die Holy Palette gibt es noch und die ist auf jeden Fall ein bisschen bunter, ausgefallener und die Topper Shades sind auch mega, mega gut. Und das war es auf jeden Fall mit der Schublade. Hier habe ich lange nicht mehr aufgeräumt. Da sind alle meine Wimpern drin. Also hier sieht man auf jeden Fall viele verschiedene Marken. Die hier von Essence benutze ich sehr gerne, finde ich richtig schön. Dann habe ich hier auch richtig schöne Wimpern von Adele, die ich gerne verwende. Von Lady Lash habe ich auch richtig viele Wimpern. Das ist der Style Joy. Die mag ich am allermeisten. Dann habe ich hier auch so Wimpern von Hello Pretty. Das ist so eine Instagram-Marke. Auch richtig schön. Und dann habe ich mal bei La Mia Beauty bei einem Gewinnspiel gewonnen und habe alle ihre Wimpern gewonnen. Zu denen habe ich auch mal einen Look geschminkt. Hier oben in den grünen Behälter sammle ich alle meine dreckigen Pinsel, die gewaschen werden müssen. Hier ist jetzt leider nichts drin, weil ich vorhin meine Pinsel gewaschen habe. Liegen alle da. Genau, da sammle ich die und schiebe die dann einfach da unter den Tisch. Und dann kommen wir zur ersten Schublade. Hier sind Backups drin, neue Make-up-Produkte oder auch Hautpflege. Da hinten seht ihr eine Creme. Ich habe mir letztens bei Action diese Puder hier gekauft. Muss ich auf jeden Fall mal testen. Habe ja noch so ein Setting-Spray. Dann außerdem noch so Puder von Riva Loves Me. Auch eine Backup-Palette von BH Cosmetics. Also hier sind auf jeden Fall neue Produkte oder Backups. Und hier sind noch weitere Lidschattenpaletten. Und hier habe ich eine Palette von Sample Beauty. Das ist die sehr, sehr bunte Farben. Sehr schön habe ich eine Zeit lang sehr oft verwendet. Dann natürlich eine OG-Palette von Jaclyn Hill mit Morphe. Benutze ich sehr gerne, wenn ich andere Leute schminke und auch an mir selber. Wenn ihr eine günstige und gute, bunte Palette sucht, kann ich euch die von Beauty Bay nur ans Herz legen. Hier habt ihr einfach alle Farben, die es gibt und auch verschiedene Abstufungen, was ich richtig gut finde. Also eine sehr, sehr gute Palette. Und dann habe ich natürlich die Be Perfect Paletten, auch richtig, richtig gut. Mit den Paletten von Be Perfect habe ich schon sehr, sehr viele Looks geschminkt. Und das hier ist die letzte Schublade. Hier habe ich noch weitere Lidschattenpaletten. Hier habe ich zum Beispiel zwei Paletten von Sleek. Zu den Paletten habe ich auch eine Review abgedreht. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und dann sind hier auch allgemein etwas ältere Paletten. Hier zum Beispiel von BH Cosmetics, von Jeffree Star. Dann habe ich hier sogar noch die Huda Beauty Paletten. Die habe ich gerne bei Kunden verwendet. Die Mavicorn Palette von Marvin. Das war seine erste Palette mit BH Cosmetics. Dann habe ich hier immer noch so eine Palette von Essence. Die gab es meine LE, habe ich auch gerne verwendet. Hatte auch eigentlich voll die gute Qualität. Und dann kommen wir jetzt zum linken Teil meines Schminktisches und öffnen schon mal die erste Schublade. Ich beginne mal mit meiner Foundation-Sektion. Da habe ich sogar nicht so viele. Da habe ich schon viele aufgebraucht und weggeschmissen. Zum Beispiel die hier von Rival de Loop. Da habe ich mich leider in der Farbe vergriffen, aber ansonsten ist die sehr gut für den Sommer. Meine liebste Foundation für eine mittlere Deckkraft ist die von Revolution. Das sind die Foundation Drops. Die liebe ich sehr. Dann habe ich hier noch die Huda Beauty Foundation. Die von Milani benutze ich auch gerne. Habe ich früher sehr gerne verwendet und jetzt wieder für mich entdeckt. Dann habe ich hier so loses Puder. Das von Rival de Loup Young mag ich sehr gerne. Jetzt heißt die Marke ja Rival Loves Me. Dann habe ich hier noch die Tan Tour von Huda Beauty. War ich eine sehr lange Zeit skeptisch, aber finde ich sehr, sehr gut. Da liebe ich diese Super Size Concealer von Revolution sehr gerne. Da habt ihr sehr viel drin und die decken auch richtig gut. Wenn ihr eher eine leichtere Deckkraft haben wollt, sind die von Essence auch mega, mega gut. Diese True Skin Reihe von Catrice ist auch mega gut. Da habe ich nur die Concealer. Die Foundation möchte ich mal von der Reihe ausprobieren. Und den Concealer von Essence, den hier mag ich auch gerne. Der ist noch komplett neu, weil ich den noch nicht aufmachen möchte, aber ich habe davon auch schon mal eins aufgebraucht. Das RCMA Puder, das wird euch Jahre halten. Das ist richtig ergiebig und auch mega, mega gut. Das ist meine All-Time Favorite Cream Bronzer Palette von Sleek. Hit the Pen ist auf jeden Fall da. Meine allerliebste. Und danach kommt die Tan Tour von Huda Beauty. Ich habe hier außerdem noch von e.l.f. diesen Cream Bronzer, aber der ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig pigmentiert, deshalb greife ich da nicht oft zu. Von Nabla diesen Angel Aura Primer, verwende ich auch gerne, auch bei anderen Leuten. Und dann habe ich hier noch so ein paar Primer liegen, die ich aber eher seltener verwende. Dann natürlich meinen Fächer, um mein Setting Spray ein bisschen schneller einzuarbeiten, muss auf jeden Fall bei mir sein.
Hier sind meine ganzen Haarsachen drin. Fürs Tanzen brauche ich immer einen Ballettknoten. Da sind alle meine Schwänkchen, Haargummis. Dann auch für meinen Ballettknoten, das benutze ich sehr gerne, damit keine Strähnchen irgendwie rausgucken. Und die Dinger hier liebe ich, wenn ich meine Pinsel wasche. So bleiben die in meinen Vorarm. Ja, und dann auch noch so ein Toupierkamm, um auch die Haare schön sleek zu bekommen. Und dann kommen wir zur nächsten Schublade. Das sind meine ganzen Contour Bronzer Highlighter Paletten. So eine Essence Palette, die gab es mal in der LE. Zu meinen liebsten Highlightern zählt diese Illumilighter Palette von La Mia Beauty. Wirklich richtig, richtig gut. Dann benutze ich auch gerne die Blushing in Bali Palette von BH Cosmetics. Die hat Blushes und Highlighter, auch richtig gut. Dann habe ich mir mal bei Beauty Bay diese Ofra Palette gekauft. Heftige Highlighter. Also Ofra ist eine mega, mega gute Marke. Und dann finde ich die Palette von BH Cosmetics auch richtig gut. Die habe ich schon richtig lange in meiner Sammlung. Das ist auch meine liebste Bronzer und Contouring Palette. Von der Palette habe ich auch ein Backup bei mir, weil ich hier schon die drei Töne The Pen erreicht habe. Dann mag ich hier diese kleinen Blush-Paletten von BH Cosmetics. Die habe ich auch in allen 4 Variationen. Da hatte ich mal bei einem Gewinnspiel gewonnen. Die Palette von Love mit Letizia Lemack. Auch richtig schön, verwende ich auch gerne bei Kunden oder Bräuten. Ist auf jeden Fall eine schöne Palette. Dann habe ich hier noch von Revolution eine Palette. Die ist so alt, aber das hat so eine gute Qualität. Kommen wir zur nächsten Schublade. Hier sind meine ganzen Hautpflegeprodukte. Die Schublade ist auch nicht besonders aufgeräumt. Hier sind auch meine Setting Sprays drin. Das hier ist das allerbeste Setting Spray. Wenn ihr noch ein gutes sucht, kann ich euch das nur empfehlen. Das hier habe ich mir wegen Leon X Skincare gekauft. Als Lippenpflege soll das richtig gut sein und da sind 45 ml drin, also wird das auch lange halten. Das hier ist meiner Meinung nach die beste Sonnencreme. Denkt immer daran, Sonnencreme zu benutzen. Wir wollen ja, dass unsere Haut lange schön aussieht und nicht beschädigt wird. Dann habe ich mir mal das hier bei DM gekauft. Das ist auch richtig gut, wenn ihr eher trockene Haut habt. Da habe ich auf jeden Fall schon viel benutzt. Die Leute, die meine Livestreams früher auf Insta immer verfolgt haben, wissen, dass ich ein Baby Love Supporter bin. Ich habe so viel von Baby Love und diese Creme mag ich auch sehr gerne. Die ist schön leicht, für den Sommer ganz gut. Außerdem habe ich noch 2 Produkte von Colibri Cosmetics, das Niacinamid und den Brightening Booster. Die stehen bei mir über Kopf, damit ich da wirklich alles rausholen kann. Und später möchte ich auf jeden Fall mir Produkte von No Cosmetics zulegen. Wenn ihr trockene Stellen im Gesicht habt, kann ich euch das Pantenol von DM auch empfehlen. Hat der Leon damals auch empfohlen. Also muss es ganz gut sein. Und das ist meine letzte Schublade von meinem Schminktisch. Hier ist wirklich nur so Krimskrams drin, so irgendwelche Sticker für Make-up-Looks oder irgendwelche Blümchen zum Aufkleben oder ganz viele Steinchen. Die habe ich mir bei Amazon gekauft. Auch mal solche Blumen gekauft zum Aufkleben, die noch nicht verwendet. Dann habe ich hier noch so eine Eulenspiegelpalette. Das sind so wasseraktivierbare Farben. Auch mega gut. Und dann habe ich hier noch weitere Sachen. Also die Schublade ist wirklich voll. Und dann habe ich hier noch so weitere Liner von Push Art. Sind auch wasseraktivierbar. Richtig gut. Und dann habe ich auch die Suva Liner. Die leuchten im Schwarzlicht. Richtig cool. Und dann habe ich hier noch so Glitter. Der hier von Essence ist richtig schön. Die gibt es aber leider nicht mehr. Hier sind vom Teddy. Die habe ich mir damals bei eBay gekauft, glaube ich. Die war noch relativ billig. Und dann kommen wir jetzt noch zum allerletzten Teil meiner Schminksammlung. Das hattet ihr ja schon gesehen. Und hier habe ich noch mehr Lidschattenpaletten. Hier sind wirklich die Paletten, die ich eher seltener benutze. Habe hier zum Beispiel die Morphe mit James Charles Palette hier drin. Die eine von Mitchell. Habe auch schon ein paar Looks mit der geschminkt. Und da sind zum Beispiel Paletten drin, die nicht in meine Schubladen reinpassen. Da habe ich hier die Carnival Palette. Dann habe ich hier auch ein paar Morphe Paletten. Habt ihr auch schon ein paar Reviews zu abgedreht. Also alles mögliche. Hier die Kali Bible Palette. Kennen bestimmt auch voll viele. Dann habe ich hier auch noch so ein paar Morphe Paletten. So Leute, dann bin ich jetzt auch fertig mit meiner XXL Schminksammlung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein paar Produkte auch in eurer Sammlung habt. Vielleicht könnt ihr mir auch ein paar Produkte empfehlen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!